Hallo, Denkzettel, ich hab dich doch hier reingestopft. Suchst du vielleicht das hier, Lieferfee? Danke. Es ist wie immer, du bist zur Stelle, wenn ich deine Hilfe brauche. Auf jeden Fall. Wer sonst würde dich vom Ertrinken retten, dich auffangen, wenn du stürzt, deine Notizen wiederfinden? Du wirst es nicht glauben, aber ich überlebe auch ohne dich. Ist mir nicht entgangen. Aber heute ist eine Ausnahme. Heute bist du eben durch den Wind, weil die Bahn abgebrannt ist. Ja, ich mache mir deswegen wirklich ein bisschen Sorgen. Jedes Mal, wenn ich an die Bahn denke, habe ich sofort ein Kloß im Hals. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Ja, ja. Ich bin auch sehr traurig. Es ist wirklich schade. Trotzdem, entschuldige. Ich weiß, das ist nicht der richtige Moment, um über uns zu reden, aber es ist wichtig, dass wir uns aussprechen. Ja. Wir hätten dieses Gespräch eigentlich schon vor vielen Wochen führen müssen, aber besser später als nie, oder? Ich muss jetzt los. Ich muss vor dem Unterricht noch was besprechen. Aber wir sehen uns nachher, oder? Wir können uns nachher im Park sehen, wenn du möchtest. Ja, Snob, das machen wir. Okay, Lieferfee. Ich muss jetzt gehen. Ich muss los. Ich muss auch los, zum Training. Wir sehen uns dann nachher im Park, ja? Okay. Okay. Matteo! Bist du sicher, dass Los Adrenalin hier trainiert? Ja, das weiß ich von Gaston. Vielleicht sollte ich ihm sein Handy einfach nachher zurückgeben. Er meinte ja, dass wir uns heute noch sehen. Und sonst hat er überhaupt nichts gesagt? Nein, nur was ich dir erzählt habe. Er hat wirklich nur gesagt, dass er mit mir reden will. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Ja, irgendwie schon. Ich hoffe, dass das was wird. Ich nehme an, mit dass das was wird, meinst du, dass ihr beide dann zusammen seid? Musst du uns ausgerechnet jetzt unterbrechen? Ich wollte euch nicht unterbrechen. Matteo hat sein Handy vergessen. Ich wollte es ihm bloß zurückgeben. Oh. Danke, das habe ich liegen lassen. Du hast uns nicht unterbrochen. Wir haben nur einen sehr komplizierten Schritt ausprobiert. Da tut uns ein Break ganz gut. Bis später dann, ja? Wir müssen weitermachen. Wir haben keine Zeit gut, zu verlieren. Danke. Ciao. Ciao. Ja. Warte mal. Läuft da was zwischen den beiden oder kommt mir das nur so vor? Nein, Luna, mach dir keinen Kopf. Sie haben nur trainiert und das war's. Ah, klar, nur trainiert. Und Matteo hat sie liebevoll umarmt und ihr in die Augen gesehen. Also für mich sah das... Luna, hör auf damit. Das gehörte ganz bestimmt zur Choreografie oder irgend sowas. Zerbrich dir doch deswegen nicht den Kopf. Matteo ist verrückt nach dir. Du weißt, dass er total in dich verliebt ist.